Grüße, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Champions of Regnum. Ja, und es passiert was. Ja. Die zwei letzten Edelsteine kommen. Super, Drachenwunsch. Das erste Mal mit diesem Account, also ja, mit diesem Charaktermenü, also diesen Charakteren sozusagen. Ja, ich bin jetzt gerade erst aufgewacht. Es ist, weiß nicht, was für Zeit ist. Können wir gleich mal kurz schauen. 10:36 Uhr. Ist eine gute Zeit für Regner. Sonst ist nie was los um diese Zeit. Aber okay. Ja, schauen wir mal, ob es leckt. Weil vor anderthalb Jahren hat es noch geleckt in diesem. In dieser Zone, weil halt auch sehr viele Spieler dort sind, oder? Jetzt werden wahrscheinlich nicht so viele Spieler da sein, aber mal gucken. Wir gucken einfach mal rein. Und währenddessen sind die Edelsteine wahrscheinlich auch schon da. Noch ein Gestein mitnehmen, cool. Magnanit, sehr schön. Ja. Ja, in den letzten Tagen habe ich ein bisschen weniger gemacht. Tut mir leid, aber ich war nicht gerade so fit. Weil ich sehr viel Sport mache. Aber gut. Dafür habe ich auch einen Livestream gemacht und ich werde wahrscheinlich heute auch wieder einen Livestream machen von Regnum. Oder von Minecraft oder von GTA Online. Je nachdem, was ich so Lust habe und ihr auch natürlich. Könnt ja immer gerne ein bisschen mitbestimmen, was ich zocke. Ja. Geht halt ein bisschen lange, bis wir dort sind. Weiter. Ja. Ihr wisst ja, die Pferde sind so langsam. Können keinen Boost. Sie können nicht galoppieren, sie können nur. Oder ist das galoppieren? Ne, es ist noch nicht galoppieren. Das ist ein bisschen locker trappen. Naja. Einfach viel zu langsam. Oh, die Edelsteine sind schneller. Weil sie auch ein bisschen hinterherhinken. Von der Animation. Ja, ich habe noch gelevelt. Also ich bin jetzt fast Level 44. Okay. Und es geht relativ schnell jetzt, weil ich auch viele Gegner hintereinander besiegen kann. Ich kann eigentlich die ganze Zeit immer wieder Gegner, die blau und gelb sind, hintereinander angreifen, ohne zu sterben. Indem ich einfach diese Skillung habe mit vielen Passiven drin, die einfach ja mich und das Pet schützen. Da muss ich wahrscheinlich die Schildkröte bald nehmen, weil die mehr aushält als der Troll. Aber gut. So, wer ist jetzt schneller? Ich oder Edelstein? Da irgendwo ein Edelstein? Nicht? Okay, dann ist dann platziert. Da ist der eine Edelstein. Okay, wir sind zu spät. Eindeutig zu spät. Grüßen alle. Hallo zusammen. So, schauen wir, wo die Gildenheimis sind. Keiner von unserer Guild. Ah, da. Der Sniper ist hier. Lea sehe ich nicht. Die Pia Partner. Ja, Prisma, genau. Zu viel Star Wars geschaut. Ha. Da ist einer von Valhalla. Und das ist wahrscheinlich nur ein Gildenname. Schade, dass kein Niflheim und Ding. Es sind Dracotenox. Wie heißt der andere Server? Irgendwas mit M. Ey, lass mich rein! Du kommst hier nicht rein! Der Edelstein ist noch irgendwo stecken. Die warten. Ach, hier ist der Edelstein. Türküsse.
Muspel, genau, Muspel. Voll wieder. Ich mit Namen manchmal merken oder wieder rausholen. Manchmal nicht so gut. So, ihr Klunker. Geht mal rein in die Teile. Da rein, hey. Da. Da. Ja, viel schneller. Hopp, hopp. Gib mal Gummi. Eco-Shooter spielen. Ah. Das ist ganz blau. Ah, da ist Pia. Ui. Hallo. Ist voll AFK. Jetzt. So. Alle haben Auszeichnung. Yay. Habt ihr gesehen, die Hand ist gar nicht da gewesen und trotzdem bin ich hier. Drachen, Drachen, ja, Drachen. Zuerst mal kurz beten. So. Liebe Drache, komm schnell, ich will einen Wunsch frei haben. Noch verbeugen. So. Dann noch klatschen für den Drachen. Und dann noch Küsschen geben. Das kann man leider ohne Spiel nicht. Pia, komm mal her. Ja, die kann ich noch. Die hat mich besiegt im Kampf. Level 40 oder 41 gegen Level 60 habe ich verloren. Ja, kann man irgendwie glitschen hier? Ich weiß gar nicht, ob man früher konnte. Aber ich habe mich irgendwo versteckt und habe dann gewonnen im PvP. Das war noch cool damals. Ich habe einfach den letzten mit Lowlife noch besiegen können. Ich habe nichts gemacht im PvP. Einfach nur Lowlife. Einen besiegt kurz, also einen Lowlife besiegt. Ach ja, mit guten Aufnahme. Wieso defensives Signal? Zweimal defensives Signal. Ja, wir geben ein bisschen Geld aus. Ja. Ah ja, mal Tee trinken. Ah, da ist er schon. Guten Tag. Na du, süßes Ding. Noch ein defensives Signal. Yay. Wir wollen EXP. Ha, ich mach EXP. Den anderen interessiert das nicht, aber ich mach PvP. Ein Zeppelin. Seit wann gibt's das? Jeder in der Höhle wird ein Felsbruchstück bekommen, mit dem ihr im Lager seid, 1000 Magnetbruchstücke in 100 Magnet zu verwandeln. Hä? Einen Felsen? Man muss 1000 Mal den Drachen. Wie geht es? Oh, lass viel droppen. Wäre auch nicht schlecht. Ich mach das. Ich brauche Leben. Ich bin Demokrat. Demokratisch veranlagt. Ich bin einfach immer der Letzte, einfach mal. Also ich wette, es ist Magnaniten oder eben diese Ignis und Syrten Drachen siegen. Weil, ja, es sind alles Level 60. Mal schauen, wie viel Level 60. Sehr schwer, sehr schwer, sehr schwer, sehr schwer, sehr schwer, sehr schwer. Schwer, okay. Hier sind anspruchsvoll. Oh, cool. Der hat gar nichts. Das ist einer, der viel zu wenig Level hat. Und ja, ich werde verlieren. Ich werde nicht einen Wunsch frei haben, wenn ich will. Alles Level 60. Ah, Tyrianus Domschild ist die letzte. Kommt, macht mal bitte. Alle wünschen. Da oben sind noch ein paar Faule, die nicht die Treppe runterstellen können. Lumia. Küssen können.
Küsschen. Einfach nicht hinschauen, aber Küsschen geben. Da auch noch. Sonst bin ich zu wenig guten Frauen raussucht. Vor allem beiden. Pinguinen, nein, heißen. Troll. Ich küsse meinen Troll. Zweimal. Drachen kann ich leider nicht küssen. Lol, die gehen auf alles erst los. Auf uns los. Lol. Der einzige hier vorne. Alle haben Angst vom Drachen. Also der nicht hier, aber der ist ein bisschen. Hey, in die Fresse. In die Fresse. In die Fresse. Schluck mich runter. Komm jetzt, Drache, sei nicht so faul. Eieiei. Es wäre cool, wenn alle sterben würden, die nicht abstimmen. So 5 Minuten im Gefängnis in eine Arena gespawnt werden und dann verkloppt werden von anderen Spielen. Nein. So unfair darf Regnum nicht sein. Wir sind ja so sensible Wesen hier, die Regnum Sekunden. Weiberschammer. Die tanzt wieder im Mega-Akkord. Sniper noch küssen. Yeah. Der Sound. Ich will auf einen Kristall. Aber es geht nicht. Oh. Regnum ist doof, hat unsichtbare Wände. Install. Lass Fee droppen. Genau das, was ich nicht nehmen wollte, weil ich will wollte. Schnell. Also bitte. Ich will, dass du siehst. Ich will, dass du siehst, dass sie einfach mehr droppen. Also ist klar, bei Level 60 auch noch cool. XP lohnt sich ja für die nicht mehr, aber trotzdem. Oh Gott, wenn ich das schon sehe. Plus. Ja, gehen wir kurz nach Birka. Oder kommen wir gehen an das Ding, an den Wall. Auch wenn wir keine Skillung haben für PvP, wir schauen zu. Wir sind voll inaktiv. Schade, keine Gesteine hier. Bin voll greedy nach Gesteinen momentan, weil ich jetzt plötzlich brauche für die Hickory-Baumstämme und so, brauche ich einfach momentan. Und dann bin ich wieder einer, der gar nichts sammelt und die Gesteine einfach in Ruhe lässt. Bin immer so abwechselnd. Ja, voll nett. Die ist voll nett. Einer der besten Regnum-Spieler von der Güte her. Jupp,
Die haben angegriffen und sind wieder weg. Haben sie verbieselt. Diese Schnepfen hatten Angst. Soll ich mal ein bisschen gucken? Ah ja, ich habe ja die Sachen nicht. Ich will den Schatz. Ich nehme jetzt meinen Schatz. Mein Schatz! Ja, schau! Schau! Geht nicht, okay. Aber ich finde es immer lustig, dass die mit dem Pferd natürlich noch wegschnappen müssen. Alles. Ich habe 9708 Gold. Wann werden die Drops mal erhöht von diesen Schätzchen? Die sind sowas so sinnlos. Ah, oh, gut. Asgai-Juwel. Tät Asgai-Juwel 6 Stunden. GG. Ach man, ich wollte etwas kämpfen. Wenigstens einen Schuss ablassen. Syrten sind faul. Syrten sind faul. Tani wäre mir lieb. Ja. Alle sind so richtig nach Tani-Waffen. Tani, Tani, Tenor. Oh, nochmal ein Schatz. Wir sind die Schatzjäger des verlorenen Königreichs. Ja, Alisios ist schon ein verlorenes Königreich, so langsam. Okay, jetzt heute schon wieder ein bisschen mehr los, aber... Naja. Wir sind halt Losers. Ne, wir sind eigentlich Gewinner, wir haben jetzt einen Drachenwunsch. Syrtis hat ungefähr so 20 pro Monat. Ignis hat 0. Und wir haben 2, jetzt hat 3 pro Monat. Also jetzt im Dezember. Wir können ja mal kurz schauen. Jetzt haben wir 17 Minuten, können wir noch kurz schauen. Hier bei R ist es, glaube ich. Also jetzt macht er einen Drachenwunsch. Werte. Ah, wir haben jetzt die anderen 2 verloren, weil der Monat jetzt schon wieder neu ist. Also ja, Ende Monat, das war wahrscheinlich so Ende November. Ignis hat 1, okay. Der ist neu. Und die haben 4 jetzt nur noch. Die haben von 12 jetzt nur noch 4. Aber ihr seht es, wie es wird, es einfach überlegen ist. Man sieht leider keine Spieleranzeige. Man sieht nur, dass wir Eisen jetzt momentan ein bisschen stärker sind. Die Syrten aber jetzt momentan noch oben sind. Und ja, Zeitzone UTC. Europa, Berlin, ne? Ja, 114. Gut. Haben wir jetzt hier bei Ereignis auch die richtige Zeit? 10:52 Uhr. Okay, sehr schön. Ja, da kann man leider nicht zum Link ändern, also dass man hier die Zeitzone hat. Wie steht es denn bei Valhalla? 21. Ja, Syrtis ist noch ein bisschen aktiv. Hier unten Alisios. Okay, und die Bosse sind 4 Tage, 1 Tag, 5 Stunden, 27 Minuten, aber das werden wir natürlich nicht holen können, weil dort Syrten sind. Ja, okay. Gucken wir mal wieder in-game. Mal wieder Raids machen. Danke, aber ordentlich abgesprochene Raids, nicht so viel wie letztes. Was haben wir was haben die gemacht? Waren wahrscheinlich, ja, dass alle gestorben sind oder so. Oder war das im F? Das war doch gut. Ja, nein, das war doch gestern. Gestern war noch ein Raid.
Oder meinst du jetzt gerade die Dungeons? Oh, mein Charakter. Hä? Was ist Abenteurer? Absolut 10 Quests, also ein neuer Charakter. Cool. Tyrianas Domschild. Hä? Hat die keine Quests gemacht? Ist doch Level 60, oder? Ist die jetzt auch in der Gilde? Weiß es gar nicht. Ja, die ist Level 60 und hat diese Auszeichnung mal bekommen. Okay. Vielleicht einfach nochmal so einen Bug oder so. Scheinbar Chichi. Ja, das wird sicher ein bisschen ziehen. Ja, Regnung muss halt einfach ein bisschen solo erspielbar sein, dass man auch solo etwas reisen könnte oder so. Aber gut, machen wir noch das Level. Ne, das schaffen wir nicht mehr. Komm weg. Ja, geht relativ gut so mit dieser Skillung. Mit anderen Skillungen hatte ich mehr Probleme. Aber Schildkröten haben wir jetzt gar nicht hier. Dort ist eine. Und ich habe schon 1000 große Quantisaut. Ich sammle die einfach, weil ich ihn, ja, Lust habe dazu. Nee, damit ich auch andere Charakter hochleveln kann durch Reichsquests und so Sachen, aber ja. Ist völlig unnötig, finde ich irgendwie. Weil die Postboten-Quest, die geben mehr XP pro Stunde. Aber ja, guten Loot. Ist jetzt noch nichts gefunden. Außer Handschuhe für den Ritter auf Level 40. Ohne Werte, ohne Plus. Und einen Amaliten oder so etwas, wie, weiß nicht wie der heißt. Der rote Stein mit Feuerdamage. Aber weil ich keine Sockel habe, also auf dieser Waffe habe ich noch Sockel, könnte ich eigentlich reinsocken, aber das ist mir zu teuer. Und eben, ich habe ja jetzt den gleichen neuen Bogen, der keine Sockel hat. Ah, noch ein Level, schade. Ja. Dachte auch schon, nee, da kann doch nicht sein, dass der schon verfügbar ist. Ah, ich mache lieber die leichten. Ah ja, der Leihfeuerstab noch zum Beschwör bringen. Und der Dare Feuerstab auch. Ja, die sind einfach low level, also es lohnt sich nicht so, die zu nehmen. Ich werde heute auch noch den Beschwörer, den Beschwörer ein bisschen leveln. Weil, das sind so die zwei Klassen, Jäger und Beschwörer, die einfach ich ein bisschen besser zeigen kann. Im Krieg. Also, dass ihr nicht immer sehen müsst, wie ich sterbe und so. Dass ich mich auch ein bisschen schützen kann, ein bisschen hinter, also weiter hinten stehe. Und eventuell dann noch den Ritter, damit ich vorne stehen kann für euch. Und nicht gerade immer sterbe. Aber bis der noch keine Items hat, mache ich den nicht weiter. Es lohnt sich also nicht, so, den jetzt gerade weiter zu machen. Ah, okay. Die Stormblade ist wahrscheinlich irgendwie Ausländer. Viele, okay. Spanier wahrscheinlich, also Argentinier. Ich bin Sternchen, aha. Ah, Holländer. Oh. Ist sie also der gewesen, der gestern geschrieben hat, ja, ich bin Holländer. Ich bin Holländer.
Ja. Geht lange, ein bisschen Level up. Aber der Dropblut, der ist wunderbar. Also, es hat sich gelohnt, diesen Wunsch zu nehmen, scheinbar. Man bekommt einfach gar nichts, immer noch gar nicht. Also, so in ungefähr 300 Aquantis, einen Stein und ein paar Handschuhe für Ritter, die einfach viel zu schwer sind, weil sie aus Platten sind, Stahlplatten. Habe ich keinen Loot bekommen heute. Also, ich bin ja auch erst aufgestanden, aber trotzdem. Man so viele Gegner besiegen muss, um überhaupt einen Schrott-Loot zu bekommen. Und davon ist noch extrem viel schlechter Loot. Also, die geringste Chance von jedem Spiel, irgendwas zu droppen, hat Regner. Und haben Spielen auch nicht viel Regner. Es ist einfach nicht motivierend manchmal. Es ist eigentlich nur motivierend in der Warzone, wenn man gerade ein bisschen übermächtig ist. Aber ja, es ist halt Regnung. Man muss halt echt seinen Willen nach Erfolg und so einfach abstellen. Man ist so ein bisschen gezwungen, den Erfolg einfach sich zu erholen, zu erkämpfen, oder? Deshalb spielen alle auch so mega greedy und wollen ständig immer nur handeln und reden über Aktien. Der ganze Chat ist heute Morgen voller Aktien gewesen. Und ich habe einfach so geschrieben, ich verstehe nichts von Aktien. Klar verstehe ich mich mit Aktien ein bisschen. Also ich kenne mich ein bisschen aus, weil man das in der Schule schon gelernt hat und so, aber das ist so minimal. Also, ja, man muss einfach ein Teil von einem dem es schlecht geht, kaufen und dann später, wenn es ihm gut geht, wieder verkaufen und dann hat man Gewinn. Aber das ist für mich überhaupt kein Grund, in Aktien zu investieren. Ja, ich habe nichts davon. Also ein bisschen mehr Geld. Und das ist meistens, wenn man nicht Erfolg hat, also nicht sehr viel in Aktien haut, sowieso nicht den gegönnt. Man bekommt ja nur ein paar Prozent, Milliprozent an Aktien über, weil sie ja zu teuer sind für normales, für so arme Leute wie ich. Oh. Deshalb investiert nur in Aktien, wenn ihr wirklich auch Geld habt und das auch wollt, auch das Risiko eingehen wollt. Sonst bekommt ihr das Geld nie mehr über. Nie mehr. Weil ihr es ja auch nicht holen wollt, wenn es weniger Wert hat. So, also dann level ich noch zu fertig und dann gehe ich. Oder nein, ich werde morgen die nächste Aufnahme wahrscheinlich machen mit Level Up. Nein, das muss ich ja nicht zeigen. Das kennt ihr ja. Also, dann Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Und eben, nehmt die Sache nicht so ernst. Sonst habe ich dann wieder Haters. Das ist nicht so gut. Danke und tschüss. Tschüss.